Fujikura präsentiert das mantelzentrierende Spleißgerät 41S Plus, das eine weiter verbesserte Spleißleistung bietet. Das 41S Plus Kit bietet drei außerordentliche Merkmale: verbesserte Spleißqualität, einfache und sichere Handhabung und gut durchdachte Bedienung. Das 41S Plus ist ausgestattet mit der Active Fusion Control Technologie und der Active Blade Management Technologie, die die Spleißqualität verbessern und das Schneidrad im Cleaver überwachen. Die Active Fusion Control Technologie kommt bei einer schlechten Faserendfläche zum Einsatz und die Active Blade Management Technologie überwacht permanent den Schneidradzustand, sodass die Spleißdämpfung gegenüber dem Vorgängermodell reduziert wird. Zunächst zur Active Fusion Control Technologie. Die Active Fusion Control Technologie korrigiert die Spleißeinstellungen basierend auf der Endflächenqualität und der Analyse der Faserhelligkeit während des Spleißvorgangs zur Stabilisierung des Lichtbogens und Verringerung der Spleißdämpfung. Einer der Hauptgründe für eine hohe Spleißdämpfung sind große Bruchwinkel. In Abhängigkeit von der Bruchqualität justiert das 41S Plus die Spleißeinstellungen, um die Spleißdämpfung zu verringern. Wie hier zu sehen, führt dieser Spleiß mit großem Bruchwinkel bei abgeschalteter Active Fusion Control Technologie zu einer hohen Spleißdämpfung. Vergleichen Sie die Ergebnisse des Spleißes mit großem Bruchwinkel bei aktivierter Active Fusion Control Technologie. Sobald sie aktiviert ist, erscheint ein Symbol oben rechts auf dem Display. Wie zu sehen ist, ist die Spleißdämpfung deutlich geringer bei aktivierter Active Fusion Control Technologie. Zweitens analysiert die Active Fusion Control Technologie die Faserhelligkeit während des Spleißvorgangs und passt die Lichtbogenleistung basierend darauf in Echtzeit an. Das gewährleistet eine gleichmäßige Erwärmung, um die Spleißdämpfung zu reduzieren. Die zwei Funktionen der Active Fusion Control Technologie sorgen für eine bessere Wiederholbarkeit und geringere Dämpfung als je zuvor. Jetzt zur Active Blade Management Technologie, die den Zustand des Schneidrads im Trenngerät CT50 überwacht. Das 41S Plus und das CT50 können drahtlos Informationen zu der Anzahl von Brüchen und dem Zustand des Schneidrads austauschen. Das Schneidrad nutzt während des Gebrauchs ab und beginnt dann, schlechte Brüche zu erzeugen. Je stärker die Abnutzung, desto mehr schlechte Brüche entstehen. Das 41S Plus beurteilt den Zustand des Schneidrads nach der Anzahl schlechter Brüchen. Wenn das Schneidrad vom 41S Plus als abgenutzt eingestuft wird, signalisiert es dem CT50, das Schneidrad auf eine Position einzustellen, die unbenutzt ist. Das CT50 dreht das Schneidrad dann motorisch auf die jeweilige Position. Selbst wenn einzelne Faserendflächen schlecht sind, helfen die Active Fusion Control Technologie und die Active Blade Management Technologie gemeinsam, die Spleißdämpfung zu reduzieren und Nacharbeiten zu vermeiden. Zusätzlich ist das 41S Plus mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, die die Bedienbarkeit verbessern. Die Schrumpfspleißschutz-Positionierhilfe ermöglicht ein besonders einfaches Positionieren des 60 mm Spleißschutzes. Das 41S Plus kann auch die in FDTX-Installation häufig verwendeten Anschlusskabel spleißen. Es ist kompatibel mit diversen Manteldurchmessern und bietet die Möglichkeit, anspleißbare Stecker zu verarbeiten. Das 41S Plus verfügt über eine multifunktionale Arbeitsplattform, die direkt nach der Entnahme aus dem Koffer einsatzbereit ist. Wählen Sie das Fujikura 41S Plus Kit und verbessern Sie damit die Qualität aller Ihrer Arbeiten an optischen Netzen.